Lass die anderen Autos gleich wegfahren, weil selten steht ein so tolles Auto hier. Die Medizin ist Gott sei Dank heute so weit, dass Kinder doch länger leben können. Das war eigentlich ein Zufall, dass es dann so gekommen ist. Aber für mich eine Ehrensache, das zu machen, auch andere Leute zu inspirieren, dass sie da ja, mitmachen. Diese Sache sind wir natürlich immer alle zu haben. Wie viel sie dort den Menschen und Kindern eben zurückgeben. Auf diesem letzten Weg gehe ich mit einem sehr positiven Gefühl tatsächlich nach Hause. Wir haben noch nie einen Pfennig dafür gekriegt, das ist eine Ehrensache. Guten Morgen aus dem MMA Spirit. Heute ist ein ganz, ganz besonderer Tag. Wir fahren endlich in die Bärenherz-Stiftung, um die Spenden zu übergeben. Und wir haben unser Spendenziel fast erreicht. Wir sind knapp unter 20.000 Euro angekommen. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die uns hier bei dieser Aktion unterstützen und unterstützt haben. Und natürlich besonders auch bei Fedor Duric, der im Prinzip den Grundstein dafür gelegt hat. Leider kann er heute nicht mit dabei sein, aber das macht nichts. Wir werden nämlich nochmals nach Wiesbaden fahren, in ein paar Wochen, um dann zu sehen, wofür das Geld eingesetzt worden ist. Mit dabei ist auch Fabio Schäfer, wir warten noch auf Max Koger. Und warum Fabio mit am Start ist, kann er ja selbst sagen. Ja, ich fand es super beeindruckend, was Fedor dort losgetreten hat, dann gemeinsam hier mit dem MMA Spirit. Und ja, das Ganze wollte ich dann auch supporten, habe das Ganze als Inspiration gesehen. Und ich persönlich war noch nie im Kinderhospiz und bin sehr gespannt, was das heute für ja, mit sich bringt. Und ich hoffe, dass man so auch auf dieses Thema aufmerksam machen kann und für euch eine Art Inspiration durch diese Aktion entsteht. Das letzte Mal warst du 2020 hier. Ja. Das war noch eine ganz andere Situation mit Corona. Mhm. Wie fühlt sich das jetzt an, wieder hier zu sein nach den ganzen Jahren? Ich bin natürlich gespannt, was sich so getan hat in 4 Jahren. Ich finde es schön, dass ich nochmal die Gelegenheit bekommen habe oder dass wir die Gelegenheit bekommen haben, nochmal zu unterstützen. Wir haben die Mittel, die Möglichkeiten und ich denke, es ist eine Notwendigkeit, irgendwo auch Kinder, die in so Situationen sind, Familien, die in so Situationen sind, einfach zu unterstützen, damit man ihnen das Abtreten so angenehm wie möglich machen kann. Das ist eine gute Sache und für diese Sache sind wir natürlich immer alle zu haben. Morgen! Hey. Guten Morgen, guten Morgen. Und wir haben gedacht, wir kommen Ihnen mal entgegen. Ja, herzlich willkommen. Hallo. Wieder. Henning Vossidlo. Herr Vossidlo, unser Vorstand, ehrenamtlicher Vorstand. Hallo. Sehen Sie auch noch, oder? Natürlich. Hallo. Hallo. Geht's Ihnen gut? Deswegen hallo. Dankeschön. Schön, Sie hallo, Max, freut mich. Hallo, Henning Vossidlo. Hallo. Ich erinnere mich und habe gesagt, das war letztes Mal mit Corona-Zeit und dann waren wir nur hier unten und hatten alle Masken auf. Ja, 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 ja. Gott sei Dank ist das nicht mehr so. Jetzt, alles gut. Hallo, guten Abend, ich bin hier. Hallo, Diana Stein, herzlich willkommen. Hallo. Unser Bauherr hier macht uns glücklich. Schauen Sie mal, wie weit wir da schon gewachsen sind. Das ist quasi nochmal die doppelte Fläche dazu. Das ist die halbe Wahrheit, aber es ist, macht nichts. Ja. Wir wollten schon vor 1,5 Jahren fertig sein, ja, aber das sind einfach Dinge. Und dahinter tut sich jetzt einiges. Wir haben einen zweiten Bauabschnitt. Wie viele Zimmer wird es dann insgesamt geben, beziehungsweise wie sind die Kapazitäten dann? 14. Dann haben wir 14 Zimmer für die Kinder und Jugendlichen und dann zukünftig 7 Eltern-Apartments, da hatten wir ja nur 5. Und wie gesagt, dieser neue Bauteil haben wir jetzt speziell nochmal für Jugendliche ausgerichtet, die ja doch natürlich andere Bedürfnisse haben als Säuglinge und Kleinkinder, die wir bisher hauptsächlich hatten. Die sonst normalerweise, wenn sie 18 wurden, bei uns weggeschickt werden mussten. Okay. Ja, und das wollen wir eben nicht mehr. Ja. Weil die Medizin ist Gott sei Dank heute so weit, dass Kinder doch länger leben können. Ja. Und deswegen sollen sie auch bei uns bleiben. Das ist ja dann im besten Fall sowieso schon ihr zweites Zuhause geworden, das Bärenherz. Da geben wir uns zumindest alle Mühe, dass es so ist. Und dann ist es auch schön, wenn sie ihr ganzes Leben hier sein können. War der Bau schon angefangen, als Sie letztes Mal da waren? Ich glaube, angefangen war es. Angefangen, ne? Ich glaube, ja. Aber das ist jetzt wirklich unser neuer Stolz. Also was ganz toll ist, das muss ich zuerst zeigen, diese Saline. Das finde ich besonders großartig.
Die ist, das ist ja gut für die Atemwege. Da läuft so Salzwasser drüber und diese feuchte Luft. Weil wir natürlich viele Kinder haben, die oft verschleimt sind oder schlecht Duft bekommen. Und dann ist das einfach sehr schön, mal, wenn man hier rausfährt in den Garten, noch mal ein bisschen bessere Qualität von Luft einzuatmen. Toll. Am 16. Juni ist Tag der offenen Tür. Das ist ein Sonntag. Ich weiß nicht, ob Sie da zufällig Zeit haben. Ich gebe Ihnen nachher noch mal einen Flyer mit. Weil dann soll auch dieser Gebäudeteil soweit sein, dass es da Führungen durchgibt. Okay. Was wir hier letztendlich gebaut haben, in der oberen Etage sind, wie gesagt, die jugendlichen Zimmer. Wir haben dann da unten dann auch Räume für die Familien, die sich dort aufhalten können und so weiter. Darf ich Ihnen Kaffee anbieten? Sehr gerne. Im ersten, weil wir ab der Diagnose die Familien begleiten. Und die Diagnose kann heutzutage schon pränatal sein, die kann sein, wenn das Kind die ersten Entwicklungsschritte nicht macht. Was mich interessieren würde, wie sind Sie auf Bärenplatz gekommen? Mein Vater ist selbst in der Hospizbewegung tätig gewesen, meine Mutter ist in einem Hospiz verstorben. Dadurch hatte ich immer diesen Bezug generell zu Hospizen und habe dann einfach damals gesucht und geguckt, was wir machen könnten, wo wir spenden könnten. Und dann habe ich das ganz einfach über Google gefunden damals und in Kontakt getreten. And the rest is history, wie man so schön sagt, ja. Wunderbar. Bei mir ist es eigentlich schon, ich müsste lügen, 5-6 Jahre, dass ich jedes Jahr zu Weihnachten vom Freundschaftskreis aus Spielzeuge sammeln und ja, auch finanzielle Unterstützung. Und das war eigentlich ein Zufall, dass es dann so gekommen ist. Aber ich habe das nie so an die große Glocke gehungen. Also ich habe das immer so im Stillen gemacht. Das ist auch das erste Mal, dass ich so, ja, das nach außen den Tag, aber für mich eine Ehrensache, das zu machen, auch andere Leute zu inspirieren, dass sie da ja, mitmachen. Ja, das erleben wir immer wieder. Ne? Ich meine, wir haben ja, wie gesagt, noch ein zweites Hospiz. Ich war, wie gesagt, hier 30 Jahre lang Co-Direktor in dieser Stadt und war für das Kurhaus zuständig. Ich habe das große neue Kongresszentrum in dieser Stadt noch gebaut. Und dann gibt es eine Partnerstadt, die heißt Görlitz von Wiesbaden. Da bin ich jetzt in meinem jungen Alter immer noch als Projektleiter, helfe ich da aus und helfe damit mit dem Erfolg, dass wir jetzt, weil ich dort Menschen getroffen habe, die auch einen Ansatz gefunden haben, dass wir das erste internationale Kinderhospiz Tschechien, Polen, Deutschland in Görlitz an der Neiße dann gründen. Also da gibt es immer wieder Menschen, die dann auch sagen, die irgendwo in ihrem Leben viel erreicht haben, finanziell unabhängig geworden sind, aber sagen, hey, wir möchten auch was zurückgeben. Ja, und das ist ja vielleicht auch Ihr Ansatz, dass man einfach sagt, hey, uns geht es allen gut, ja, wir wissen, dass es anderen Menschen nicht so gut geht, können wir was tun. Das ist einfach, andere Leute da mitzuziehen. Ne? Das war eigentlich ein falscher Gedanke, das immer zu sagen, nee, ich trage das nicht nach außen, weil, keine Ahnung, man hat da immer viele Sachen gehört, das haben, nehmen sich Leute vielleicht zum Werbezweck oder sonst irgendwas, das wollte ich, da wollte ich ganz weit weg davon. Zum Beispiel 4 Vorstände, die, wie ich seit 20 Jahren und seit 15 Jahren und so weiter dabei sind, wir haben noch nie einen Pfennig dafür gekriegt, das ist eine Ehrensache. Ja? Meine Inspiration war, wir haben eine Tochter adoptiert und das große Glück mit diesem Kind gehabt und so weiter und dann will man auch etwas zurückgeben. Und wenn ich in einer Funktion in dieser Stadt gearbeitet habe, wo ich in dieser Funktion immer wieder die eine oder andere Tür aufgekriegt habe, dann ist es einfach ein Weg, den man dann auch gehen kann. Genau, also ja, 45, 745, oder? 19.255? Ja. Dankeschön. Das war aber jetzt ein spontaner, großer Sprung. Hi. Können wir noch ein Möbel mehr anschaffen? Okay, dann unterschreiben Sie doch mal.
Also ich habe mir vorher schon Gedanken gemacht, dadurch, dass ich ja auch Kids habe, wie das Ganze so wirkt. Gerade bei Kindern, glaube ich, ist es für viele Leute nochmal schwerer, die Vorstellung, weil man sich denkt, die Kinder haben noch das ganze Leben vor sich. Und es ist aber dennoch so, dass ich schon ein paar Mal mit dabei war in der Familie, wenn jemand gestorben ist und da bei der Begleitung mit dabei war. Und das war für mich bisher gar nicht so bedrückend, wie ich dachte, weil es eben ältere Menschen waren. Und hier war es auch nicht so bedrückend, wie ich dachte, sondern eher zu sehen, dass dort Raum ist, um es den Kindern und Familien möglichst angenehm zu gestalten, eben noch die verbleibende Zeit zu nutzen. Und deshalb geh ich gar nicht mit so einem Kloß nach Hause, wie ich das eigentlich dachte, sondern finde es super wichtig, dass es so eine Einrichtung gibt, dass es dort Menschen gibt, die dort tagtäglich Menschen helfen, dass ihr Arbeitsalltag ist und wie viel sie dort den Menschen und Kindern eben zurückgeben auf diesem letzten Weg. Und deshalb gehe ich mit einem sehr positiven Gefühl tatsächlich nach Hause. Ja, wir sind wieder zurück von der Bärenherz-Stiftung aus Wiesbaden. Es ist definitiv ein sehr intensiver Ort, für mich auf jeden Fall. Und der intensivste Moment für mich ist es gewesen, als wir durch den Speisesaal gelaufen sind und dort zwei Kinder gesehen haben. Da hatte ich das innere Bedürfnis, eigentlich hinzugehen zu den Kindern, die in dem Moment aber betreut worden sind, und einfach in deren Nähe zu sein. Ansonsten kann ich sagen, es ist natürlich super, dass wir es hinbekommen haben, die 20.000 Euro voll zu bekommen. Christian hat nochmal nachgelegt, seine Spendensumme erhöht. An dieser Stelle nochmals vielen, vielen Dank an alle natürlich, die sich beteiligt haben. Und am 16. Juni kann ich jedem nur empfehlen, wer Informationen zu diesem Hospiz oder zu Hospizen generell haben möchte. Dort ist Tag der offenen Tür, es findet nur einmal im Jahr statt. Und wer sich das angucken möchte, um auch ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was dort die Stiftung alles leistet, sollte unbedingt dorthin gehen und sich das angucken. Heute war die Spendenübergabe für das Bärenherzen Kinderhospiz in Wiesbaden. Ich könnte leider nicht dabei sein, da ich in meiner Wettkampfvorbereitung bin, aber ich war mit meinem Herz dabei und ich möchte mich bei jedem Einzelnen bedanken, der gespendet hat und diese Aktion unterstützt hat. Danke euch. Nach meinem Kampf werde ich mehr Zeit haben und dann werde ich die Einrichtung angucken. Ich freue mich sehr darauf, die Kinder zu besuchen und mit denen Zeit zu verbringen.